Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil vom Landwirtschaftssimulator 17 Forstprojekt, hier zusammen mit Ansgar von Nordrhein TV Play. Hi zusammen! So, genau, wir sind ja hier noch fleißig im Forst aktiv und haben schon mal ein paar Baumstämme verkauft, aber es geht wieder damit weiter, dass wir wieder weitere jetzt hier aufladen. Ein paar haben wir ja schon auf unserem Langholzanhänger wieder drauf. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber ein paar, und da passen aber noch einige oben drauf. Dann können wir weiter, würde ich sagen, da jetzt noch ein paar aufladen. Wir haben noch einige hier im Wald rumliegen. Dann machen wir das doch gerade. So. Wäre schon optimal einen direkt hier im Radlader drin. Optimal. Ja. Wollen wir die erstmal in den Langholzanhänger, den großen, da alle überladen, oder? Ja. Anstatt dieses kleine jetzt zu verwenden, ja. Will sie ja, wir nicht greifen lassen. So, wir haben jetzt auch diesen Reifenverschmutzungsmod, das ist ja so mit einer dieser ersten Mods, die hier rausgekommen sind, auch drin. Und irgendwie, ich bin jetzt hier ein paar Meter gefahren, sofort sind hier diese Reifen von dem Radlader komplett voll mit Dreck. Bei dir wahrscheinlich auch bei dem Traktor, ne? Ach so, das macht hier an den Reifen irgendwas? Ja, das ist diese Reifenverschmutzungsmod irgendwie, so, okay. Sobald du ein bisschen fährst, sind die schon irgendwie dreckig. Okay. Voll extrem gleich so, ja. Ich habe mich nicht so damit beschäftigt, wir hatten das nur im Wild Farming Projekt. Ja, genau, ja. Deswegen habe ich es installiert, aber. Also der Rest vom Fahrzeug ist noch nicht so dreckig, aber beziehungsweise erstmal noch gar nicht, aber die Räder sind sofort alle richtig dreckig. Aber ist ja auch durchaus realistisch im Forst, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, die Räder sind ja auch immer so, dass das zuerst dann richtig dreckig wird, bevor das restliche Fahrzeug dann so dreckig ist. Weil der Rest ist ja nicht so mit dem Boden so in Kontakt so viel. Genau. Gleich mal drei Baumstämme auf einmal. Hast du das eigentlich an mit der Rundumleuchte, dass die irgendwie so auch noch so, dass so reflektiert in der Umgebung und so? Wenn du die anhast? Ich krieg hier schon wieder die Krise, weil hier das ist Nvidia Shadowplay sich wieder meldet. Meldet sich irgendwie, eieiei. Eieiei. Das habe ich extra eben nochmal ausgeschaltet. Aber ich glaube, wir müssen in dieser Folge damit leben. Mensch, was ist denn los heute? So. Muss einfach nach der Aufnahme nochmal gucken, ja. Ja. Jetzt nochmal zu deiner Frage, weil ich eben irritiert war. Ich hab's nicht ganz. Hier mit den Rundumleuchten, dieses Feature, das kann man ja so separat machen. Ach so, ja. In den Einstellungen. Genau, das habe ich, glaube ich, aktiviert. In der Umgebung, das ist auf jeden Fall ganz cool, finde ich. Nochmal so reflektiert. Gab ja damals diesen, wenn du den kennst, diesen Agrarsimulator. Von UEG noch? Ja, genau. Da war das mit den Rundumleuchten ja so richtig extrem, wenn man die anhatte, wie das so auf dem Boden alles so dargestellt war. Aber ich finde, ich habe den nie gespielt. Okay. Aber es gab auch einen großen Rechtsstreit wegen dieses Agrarsimulators, glaube ich. Echt? Okay. Wegen irgendwie, was? UEG hat irgendwann mal ein Spiel rausgebracht, was auch irgendeine Landwirtschaftssimulation war. Und dann hatten die das Spiel irgendwie unfertig oder sowas auf den Markt gebracht. Und viele Spieler haben sich dann beklagt. Ja. Und das Spiel war einfach nicht spielbar. Und es war klar, dass die das nur auf den Markt gebracht hatten, zu diesem Zeitpunkt, um noch vor dem LS zu releasen, ja? Okay. Das war natürlich eine ziemlich, ja, komische Aktion so. Und dann gab es da vor Gericht noch dann gab es halt einen Rechtsstreit. Ich weiß nicht mehr genau welche, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich meine, es hätte ein anderer großer Simulationspublisher geklagt, aber es ist halt ausgefochten und am Ende mussten die Exemplare, glaube ich, aus dem Regal genommen werden, beziehungsweise durften noch abverkauft werden, aber. Oder ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls, okay. ich glaube, es war, also es war auf jeden Fall ein Fall von UIG und ich glaube, es war dieser Agrarsimulator. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Ne, ich habe von dem damals mir nur mal die Demo, ich glaube, da gab es eine Demo von, die habe ich irgendwie mal gespielt und halt so auf YouTube mir mal ein paar Videos davon angeschaut, aber ja, es war jetzt auch nicht der Landwirtschaftssimulator, der mir so gut gefallen hat. Ja, die UIG-Produkte sind ja allgemein eher mit Vorsicht zu genießen.
Wobei es da eh wenige, eigentlich nicht so viele oder letzte Zeit eh nicht mehr so viele gab, ne? Naja, am Anfang des Jahres gab es ja diese Forst-Simulation da. Okay. Die kann ich nicht greifen. Gab es ja diese Forst-Simulation. Und dann gab es diesen Professional Farming Dingster Bumster, ne? Ja. Und was haben die noch? Dann haben die diese alten Spiele halt auch auf Steam irgendwie gebracht, also die ganzen Feuerwehrsimulatoren, da gab es ja welche dann auf Steam. Und was haben die noch gemacht dieses Jahr? Dieses Ice Road Truckers, ja, mein Lieblingsspiel. Ach so, ja, stimmt. Absoluter Hammer. Da hast du ja auch ein Video von gemacht, genau. Mhm. Und schon kurz. So. Ja, aber von diesen, es gab ja irgendwie letzte Zeit so richtig viele so, ja, so Landwirtschaftssimulatoren, aber irgendwie keiner hat es so geschafft, den von Giants irgendwie zu überbieten. So. Ja, aber kannst du ja auch nicht. Wie willst du das machen? Die Giants-Leute haben jetzt Erfahrung seit bald 10 Jahren da drin. Ja. Da kommt man so einfach nicht ran. Ja, und er hat sich einfach auch schon so etabliert als der Landwirtschaftssimulator. Aber es war auch nie so ein richtiger Wille hinter den Spielen, das wirklich zu überbieten, das Niveau vom LS. Es war immer nur so das Ziel, mit diesem Genre auch Geld zu machen, aber es war nie ein ernsthafter Wille dahinter. Also unterstelle ich den einfach mal. Oder, so. Oder was jetzt? Genau. Einfach nur, weil die so gedacht haben, das kommt gut an, das kaufen viele Leute und so weiter, deswegen machen wir mal so ein Spiel von Landwirtschaft irgendwie. Ja, genau. Das Einzige, was jetzt interessant werden könnte, gut, Cattle and Crops sowieso, aber auch dieses Pure Farming da, glaube ich, das wird ganz interessant. Mhm. Werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen, weil ich die Ideen dahinter ganz cool finde. Da kann man ja dann auch so in verschiedenen Regionen spielen und so, ne? Okay. Also man kann dann zum Beispiel so asiatischen Raum auswählen, dann hat man irgendwelche speziellen Pflanzen oder ich glaube, Mist. Oder man kann in Kolumbien spielen. Und dann für die Region irgendwie so. Dann hat man Kaffee oder so, genau. Cool. Und das finde ich, also dieses Spielkonzept finde ich eigentlich ganz cool. Okay, kann sein, dass ich ihn auch schon mal. War der auf der Gamescom auch zum Anspielen irgendwie? Hat die so einen extra Stand? War das ja. Genau, habe ich den, glaube ich, da auch mal angespielt, ja. Da hat man, glaube ich, irgendwie so 15 Minuten Zeit gehabt, den zu testen oder so. Mhm. Ja, aber sah eigentlich auch schon ganz gut eigentlich auch so aus von Grafik und so. Genau, da auf der Gamescom war das, glaube ich, da kommt man irgendwie dann, weil ich da vorher das noch nie in einem Landwirtschaftssimulator gesehen habe, gut, wahrscheinlich gab es in irgendeinem anderen Landwirtschaftssimulator schon, aber jetzt dem hier von Giants noch nicht. Diesen irgendwie auch mit dem Obstanbau, da war dann irgendwie, dass man so bewässern musste oder irgendwie sowas, die Obstplantagen. Ja, Obstanbau gibt es ja in diesem Farm-Experten auch, ne? Ja gut, den habe ich mir nie so angeschaut. Ich habe immer nur mal Videos gesehen, aber selber gespielt habe ich sonst andere eigentlich noch nie. Achso. Ich glaube, der wird bald auch in Deutschland dann nochmal rausgebracht. Auf Deutschland oder wie? Nee, halt in den deutschen Handel, so dass man es auch bei den Mediamärkten sowas kaufen kann. Nur über Steam war das bisher, oder wie? Ja genau, das war ja von diesem polnischen Entwickler Playway und hier in Deutschland macht das dann, glaube ich, Koch Media oder so. Ich mach mal mit dem Harvester irgendwie so ein paar Sachen, den habe ich mir noch gar nicht so richtig angeschaut. Ja, brauchen ja ordentlich Baumstämme. Na ja, passt ja gut was rein in den Langholzanhänger. Müssen wir nur später gucken, wie wir die wieder rausbekommen. Oder wir fahren einmal rückwärts in den See rein und dann sind die auch irgendwie draußen. Welche Schnittlänge hast du gewählt? 5 Meter. Okay. Ich bin gerade hier ein bisschen blöd fest. Ja, mit dem See geht immer. Das ist der alte Trick 17, ja? Ja, genau. Muss ich mal, weil ich das so lange schon nicht mehr gemacht habe, muss ich mal. Wieder ein bisschen Übung finden, dann passt das schon.
Ja, aber so Mods und so gab es ja für diese ganzen anderen Landwirtschaftssimulatoren ja nicht, ne? Das war eigentlich nur beim LS dann so. Oder hast du da auch was mitbekommen, so für Farmexperten so? Farmexperte gab es jetzt ein paar Mods, aber sonst war das eher schwierig. Okay. Ja gut, beim Landwirtschaftssimulator ist ja echt extrem, was es dann so an Mods gibt. Das Ganze aktuell jetzt schon so aussieht, aber... Weil die halt auch ziemlich Wert drauf gelegt haben, ne? Also das ist natürlich... Aber man muss auch sagen, es ist noch nicht selbstverständlich. Es gab einige Spiele, da gab es zwar eine Modding-Funktion, aber da moddet einfach keiner. Also es ist nicht selbstverständlich, dass dann auch wirklich Mods erscheinen. Ja, Bausimulator zum Beispiel, da gibt's da diese Mod-Funktion. Es haben zwar ein paar was gemacht, aber es ist nicht vergleichbar mit dem Landwirtschaftssimulator. Ja. Bausimulator ist nur eins von vielen. Also Emergency haben es jetzt auch nochmal genau das gleiche eigentlich. Ja, stimmt, ja. Weil so Euro Truck Simulator, American Truck Simulator geht ja eigentlich ganz gut, ne? Also ja, stimmt. Aber jetzt auch nicht so viel wie beim LS, aber trotzdem mehr als bei Emergency oder Bausimulator und so. Wobei bei den Spielen halt die Community jetzt, also beziehungsweise die Leute, die spielen, sind ja auch nicht so wenige. Aber halt einfach, wahrscheinlich ist es vielleicht mit Modden auch komplexer da oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, oder vielleicht ist es auch einfach nicht so attraktiv für Modder, wenn du ein etwas unbekannteres Spiel hast, das dann zu modden. Ich weiß es nicht. Vielleicht wollen Modder dann auch irgendwie, wenn, dann schon ein bekanntes Spiel haben oder so. Ich weiß es nicht. Dass mehrere Leute sich dann den Mod downloaden und so, ja. Dass man vielleicht auch so ein bisschen Berühmtheit oder sowas erlangt. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Ja. Hat hier die Poltergabel mit. Das ist 5 Baumstämme voll. Mit 5? 5 Baumstämme. Oh. Oh, ich habe hier Baumstämme auf meiner Ablage. Es gibt ja auch so einen Mod, den habe ich damals im LS15 benutzt. Den habe ich auch schon gesehen. Der gab es jetzt direkt schon kurz nach Release vom LS17 dann schon auch auf Modhost. Mal gucken, vielleicht können wir ihn auch wieder verwenden. Das ist so, war so ein Forstobjekte-Mod. Da war halt dann sowas dabei wie, keine Ahnung, so eine Rampe, wenn man irgendwas sowas mal gebraucht hat. Oder über eine Rampe, weiß nicht, die dann im LS15 schon dabei war, da ist jetzt auf jeden Fall dabei. Oder es gab so, weißt du, so Rungen, die man halt irgendwo so hin platzieren konnte als platzierbare Objekte. Und da halt dann so Baumstämme so zwischenlagern konnte und so, vielleicht, falls du sowas irgendwann mal brauchen. Im Moment laden wir es ja so direkt immer erstmal über. Passt ja in den LKW. Ja, wir können mal gucken, was es dann so an interessanten Sachen gibt. Würden sich sicherlich viele auch wünschen, dass dann das entsprechend gezeigt wird. Ja. Ja, oder wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Am besten natürlich mit Link zum Mod, damit wir ihn auch uns anschauen können. Das geht nicht. Das wird dann geblockt. Echt? Ja, musst du in deinem Spam-Filter gucken. Okay. Aber manchmal ist halt so, dann kommt so der Name, weiß man den Namen vom Mod, aber irgendwie dann findet man dann nicht oder so. War bei mir manchmal schon mal so. Ja, ich kenne das von Omsi. Achso, mit Maps oder Bussen oder sowas dann. Ja. Ja, da so Skriptmods, da hatte ich auch schon öfters mal. Okay. Ja, da habe ich mich bei Omsi noch nie so beschäftigt, so Skriptmods. Omsi ist auch so eine Sache, weil wir eben beim Thema waren. Ja. Omsi ist auch so eine Sache, die immer mit pausiert werden muss. Wo ich noch, also noch so ein bisschen gezeigt hätte, aber... An Videos oder was, bei dir auf dem Kanal? Ja, genau. Ja, gut, bei dir ja auch, oder? Oder hast du im Moment regelmäßig? Also alle 2 Wochen läuft es halt ganz normal weiter, also kommen halt neue Videos bei mir auf dem Kanal, ja. Eieieiei, was ist denn hier los? Aber nicht gut gemacht. Ja, der Anhänger sieht auch mehr oder weniger professionell beladen aus. Ja, die kann man ja irgendwie in Spanngurten festmachen, das passt dann schon. Ja. Solange die Baumstämme draufbleiben, ist das ja alles in Ordnung. Das muss so sein. Aber wie willst du den hier besser beladen? Also ja, das geht schon so. Ja. Da muss man wirklich so ganz genau drauf achten, wo man die hinlegt und so. Ja, aber bei Omsi gibt es ja zum Beispiel auch ganz viel so an, als Anführungszeichen Mods, also halt so Karten und Busse und sowas. Ja, aber gerade Karten sind ja auch relativ simpel wohl zu erstellen in Dings. Also das ist vielleicht auch noch so eine Sache. Die Tools müssen entsprechend sein. Mal in Omsi jetzt simpel zu erstellen, oder wie? Ja. Oder was man, ja, gut, mit diesem Omsi-Editor. Ich habe mir das noch nie angeschaut, aber ja. Ja, aber sagen viele so Mapbauer, dass das sehr, sehr modderfreundlich ist. Was kommt da drauf an, wie viel Wert du halt drauf legst, auf die
wie gut die Karte halt werden soll dann, ne? Wie genau du ins Detail halt an ja. einzelnen Stellen wieder gehst. Weil da kann, besonders wenn du eine realistische Karte baust, kannst du ja schon manchmal ganz schön viel Zeit dann beanspruchen. Ja, aber wenn du so eine normale Karte einfach mal bauen willst und dafür alles mögliche an Objekten nutzt, dann geht's, glaube ich. Also, ja, sehr gut dann, ja. Aber wenn du selbst Objekte dann erstellen musst, dann wird's natürlich, ja. Mhm. Na gut, Leute, wir sind schon wieder am Ende von diesem Teil vom Landwirtschaftssimulator 17 Forstprojekt angekommen. Ich hoffe, der Teil hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und dann hören wir uns beim nächsten Teil wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein. Euer Line Gamer 1, ciao. Tschüss.